Herzlich willkommen zu Smartphone Entdecken. Mein Name ist Manuel und im heutigen Video wollen wir uns mit den Zugriffsrechten beschäftigen, die Apps benötigen, die wir auf unserem Smartphone installiert haben. Installieren wir eine App auf unserem Smartphone, braucht sie verschiedene Berechtigungen, um funktionieren zu können. Wenn wir beispielsweise ein Bild in unsere Notiz-App einfügen wollen, braucht diese den Zugriff auf unsere Galerie, um dort ein Bild entnehmen zu können. Oder unsere Navigations-App, die braucht einen Zugriff auf den Standort unseres Mobiltelefons, um eben zu sehen, wo wir uns befinden und wo wir hin müssen. Generell kann man also sagen, dass Berechtigungen und Zugriffe unseren Apps helfen, so zu funktionieren, wie wir das wollen. Es gibt jedoch darüber hinaus auch Zugriffsrechte, die mehr Informationen sammeln, als wir eigentlich benötigen. Diese Informationen sind für die Hersteller der jeweiligen Apps interessant, um uns spezielle Werbung anzuzeigen oder das Produkt in eine gewisse Richtung zu verbessern. Diese Informationen können aber auch häufig Dinge sein, die wir vielleicht überhaupt nicht preisgeben wollen. Und aus diesem Grund ist es auf jeden Fall sinnvoll, sich einmal damit zu beschäftigen, welche Zugriffsrechte eine App überhaupt benötigt. Welche Zugriffsrechte eine App benötigt, das können wir bei Android bereits im Play Store herausfinden. Und das gucken wir uns jetzt einmal ganz kurz an. Dafür öffnen wir unser Smartphone und gehen auf den Play Store. Und hier suchen wir uns nun irgendeine App raus. Und wenn wir hier nun nach ganz unten scrollen, haben wir die Möglichkeit, uns hier App-Berechtigungen anzeigen zu lassen. Da tippen wir auf weitere Informationen und nun werden hier alle Berechtigungen aufgelistet, die diese App anfordern möchte. Wenn wir uns die Berechtigung einmal genauer ansehen, sehen wir hier, dass die App Kontakte auf unserem Gerät suchen darf, dass sie unseren Standort haben möchte oder beispielsweise Karteninhalte unserer SD-Karte bearbeiten oder löschen möchte. Und diese Zugriffe können wir eben geben oder verweigern. Es gibt bestimmte Zugriffe, die müssen wir gewähren, damit eine App funktionieren kann. Es gibt aber auch Zugriffe, die können wir je nach Situation ein- oder ausschalten. Bei Android gibt es im Grunde zwei Arten von Berechtigung. Die einen Berechtigungen werden direkt während der Installation der App angefragt und bestätigt. Das heißt, wir bestätigen im Grunde mit der Installation einer App, dass wir diese Rechte auch vergeben und diesen Zugriff eben zulassen. Dann gibt es wiederum auch Zugriffsrechte, die jedes Mal erfragt werden, wenn wir eine bestimmte Fähigkeit der App ausführen möchten. Das heißt, haben wir beispielsweise unsere Notiz-App und gehen auf Bild einfügen, fragt uns die App, ob sie den Zugriff auf unsere Galerie bekommt, damit eben ein Bild ausgewählt und eingefügt werden kann. Diesen Zugriff können wir dann für den Moment erlauben. Wir haben aber auch häufig die Möglichkeit, mit einem kleinen Haken in einem bestimmten Feld einzustellen, dass dieser Zugriff ab sofort für immer ermöglicht werden soll. Generell sollte man wissen, dass Berechtigungen häufig auch in sogenannte Gruppen eingeteilt werden. Das haben wir eben gesehen, das waren diese Überpunkte und unter diesen Überpunkten sehen wir dann kleinschrittig aufgeteilt, was das im Grunde bedeutet. Und das sorgt zum Beispiel dafür, dass unsere Taschenlampen-App Zugriff auf unsere Kamera benötigt. Denn zur Übergruppe Kamera gehört beispielsweise das Licht unseres Blitzes. Das haben wir hier neben der Kamera. Und um das zu benutzen und eben die Taschenlampe zu aktivieren, braucht die Taschenlampen-App Zugriff auf das gesamte Kamerasystem. Aufpassen sollten wir bei der Berechtigungsgruppe Telefon. Wenn die Berechtigung Telefon erteilt wurde, hat eine App die Möglichkeit, Anrufe zu tätigen und abzulehnen. Sie können unsere Anrufinformationen auslesen, also wann wir welche Nummer gewählt haben und eben auch die Nummern aus unserem Telefon. Und das sind schon eine Reihe Informationen, die wir vielleicht nicht jeder App einfach offenlegen wollen. Man sollte sich also vorher immer überlegen, welche Informationen und welche Zugriffe möchte ich welcher App erteilen. Ein paar Zugriffe, die sind einfach notwendig, damit eine App funktioniert. Andere können aber, wie gesagt, ein- und ausgeschaltet werden. Welche App dazu 100% sicher ist, ist immer schwer zu sagen. Generell lässt sich aber sagen, dass eine App, die viele, vor allem positive Bewertungen bekommen hat, häufig schon sehr lange unter den Menschen ist und eben auch schon auf Probleme und Fehler kontrolliert wurde und diese eben im besten Fall auch bearbeitet wurden. Ganz vorsichtig sollte man bei Apps sein, die man nicht im Play Store oder im App Store herunterlädt, sondern aus dem Internet. Das ist beim iPhone schon überhaupt nicht möglich. Bei Android gibt es aber noch die Möglichkeit, eben Apps aus dem Internet herunterzuladen. Die sind aber dann meistens überhaupt nicht überprüft und beinhalten im schlimmsten Fall Schadsoftware, die eben unser Telefon infiziert und dann Daten ausliest oder dafür sorgt, dass wir unser Smartphone nicht mehr ordentlich benutzen können.
Dazu sollte man auch kurz sagen, dass selbst Apps mit der Anzeige Play Protect, die unter anderem im Play Store vergeben wird, nicht immer zu 100% geprüft und sicher sind. Da sollte man also wirklich einfach darauf vertrauen, wie viele Nutzer die App bisher installiert haben und wie gut die Bewertungen sind, die diese Nutzer gegeben haben. Wollen wir nun einmal gucken, welche Apps überhaupt welche Berechtigungen haben und welche Berechtigungen wir vielleicht sogar von vornherein ausstellen können? Können wir bei beiden Smartphones, also sowohl bei iOS über Apple als auch bei Android, über die Einstellungen uns die verschiedenen Apps einmal ansehen. Dazu öffnen wir die Einstellungen und gehen dann bei Android auf den Reiter Apps. Hier haben wir alle installierten Apps und können hier einmal auf die entsprechende App drauf tippen und haben dann eben die Möglichkeit, beispielsweise hier unten bei Benachrichtigung, Berechtigung und Festlegen als Standard Berechtigung auszuwählen. Und hier können wir nun einstellen, welche Berechtigung wir beispielsweise für diese App zulassen wollen. Da haben wir Kamera, Kontakte, Mikrofon, Speicher, Standort und eben Telefon. Ich habe nun alle Berechtigungen ausgestellt. Möchte ich verschiedene Berechtigungen durchgehend zulassen, drücke ich hier den jeweiligen Knopf zur Seite und wenn ich sie wieder verwehren möchte, drücke ich den Knopf nochmal und die ganzen Zugriffe werden eben wieder verweigert. Für diese App bedeutet das, dass jedes Mal, wenn ich sie öffne und sie mit der Kamera ein Foto machen möchte, weil ich eben ein Foto versenden will oder ähnliches, sie mich fragen muss, darf ich die Kamera benutzen? In dem Moment kann ich bestätigen, ja, für diesen Moment darfst du die Kamera benutzen. Ich kann aber auch ein Häkchen setzen und sagen, du kannst die Kamera ab sofort immer benutzen. Dann wird hier dieser Button automatisch grün geschaltet und ich kann aber jederzeit auch wieder hingehen und den Button wieder ausschalten. Dann werde ich wieder gefragt, sobald ich die App benutze. Über das iPhone haben wir nun ebenfalls die Möglichkeit, unsere Zugriffe zu verwalten. Dafür gehen wir auch hier auf die Einstellungen. Und da können wir unter anderem hier eben bei Einstellungen Datenschutz auswählen. Und wenn wir hier auf Datenschutz tippen, haben wir eben die verschiedenen Berechtigungen einmal untereinander aufgelistet. Und wir können jetzt eben auf die entsprechende Berechtigung tippen und uns anzeigen lassen, welche App darauf zugreifen möchte. Wollen wir das der App dann nun verbieten oder die Zugriffe beschränken, können wir hier nach ganz unten gehen und haben hier, ähnlich wie es bei Android der Fall ist, die Möglichkeit, uns jede App einzeln anzusehen und eben zu entscheiden, darf sie auf bestimmte Sachen zugreifen oder nicht. Das können wir dann hier ein- und ausstellen und eben auch so alles verwalten. So viel zu den verschiedenen Zugriffsrechten und wie wir sie ein- oder ausschalten. In jedem Fall empfiehlt es sich, sich einmal damit auseinanderzusetzen, welche App auf was zugreifen möchte und gegebenenfalls zu entscheiden, ob diese Zugriffe nötig sind oder eben nicht nötig sind. Sollten Sie noch Fragen zu Zugriffsrechten haben, welche Zugriffsrechte Sie vielleicht verwehren sollten oder welche Sie zulassen sollten, schreiben Sie das gerne in unseren Kommentarbereich und lassen Sie uns dort ein wenig darüber diskutieren.